Im Brandcontainer trainieren die Mitglieder der Feuerwehr unter Einsatzbedingungen die Brandbekämpfung und das richtige Handeln im Notfall. Dank einer Einladung von Mingens Feuerwehrkommandant Frank Seeger konnte Redakteurin Jennifer Kuhlmann einmal selbst in den Container steigen. Zur Nutzung des Atemschutzgeräts bekommt die Redakteurin eine kleine Einweisung. Beim Anlegen braucht sie fachkundige Hilfe. Vorsicht ist bei den Haaren geboten. Die müssen gut versteckt werden. In voller Montur kommt sie sich dann ein wenig wie eine Mischung aus Darth Vader und Astronautin vor. Kommandant Seeger erklärt, wie die Übungen normalerweise ablaufen. Er klopft dreimal an die Stahltür des Containers und reißt sie dann auf, damit Kuhlmann hineinschauen und schon etwas Löschwasser abfeuern kann. Dann geht es rein. Zur Verständigung müssen Zeichen ausreichen. Beim sogenannten Flashover werfen sich beide auf den Boden. Gar nicht so einfach, sich mit der Flasche auf den Rücken wieder aufzurappeln.